Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Trainingsgerät, welches meiner Meinung nach das Fitnesstraining revolutioniert, denn ihr macht im Grunde jeden Trainingsspot zu eurem ganz persönlichen Trainingsspot. Ihr kennt das ja vielleicht, wenn ihr an irgendeinem Ort seid. Es gibt keine Möglichkeit, zum Beispiel Klimmzüge zu machen. Dann müsst ihr euch einen anderen Ort suchen, wo denn eine Klimmzugmöglichkeit irgendwie zur Verfügung steht. Doch das hat jetzt ein Ende, denn mit Pull-Up and Dip ist die erste portable Klimmzugstange auf den Markt gekommen. Das heißt, die nehmt ihr einfach mit, packt die in euren Rucksack, geht dann zu irgendeinem Ort und bringt die an. Alles, was ihr zur Installation braucht, ist entweder ein massiver Baum oder irgendein stabiler Pfosten und das ist auch schon alles. Ich habe die Klimmzugstange von der Firma für einen Test zur Verfügung gestellt bekommen und habe sie jetzt mehrere Wochen ausführlich für euch getestet. Jetzt wird es endlich Zeit für das ausführliche Review. Viel Spaß! Beginnen möchte ich erst einmal mit dem Preis und dem Lieferumfang. Beim Pull-Up and Dip-System müsst ihr euch entscheiden, wo ihr mit dem System trainieren wollt. Es gibt ein Outdoor-Package, ein Indoor-Package und ein kombiniertes Paket für Indoor und Outdoor. Das Indoor-Paket gibt es ab 260 Euro, das Outdoor-Paket, welches ich getestet habe, kostet 270 Euro und das kombinierte Paket kostet 280 Euro. Zum Indoor-Paket kann ich ein, zwei Sätze sagen. Beim Indoor-Paket wird im Grunde ein Adapter an die Wand fest verschraubt. Den Adapter könnt ihr zum Beispiel auch hinter einem Wandbild verstecken, dann sieht man den nicht. Und da könnt ihr dann das ganze System einhaken. Ich selber habe jetzt aber nur das Outdoor-System getestet und deshalb geht es hier ab jetzt auch primär um dieses Outdoor-System von Pull-Up and Dip. Wenn ihr den Karton nach Hause geliefert bekommt, dann findet ihr in diesem Karton im Grunde 6 Einzelteile plus Bedienungsanleitung. Es empfiehlt sich auch tatsächlich die Bedienungsanleitung zu lesen, denn da stehen einige Sicherheitshinweise drin. Und da steht auch drin, wie ihr das System zu installieren habt und welche Bäume und Pfosten zur Installation geeignet sind. Ihr könnt euch gerne nochmal den kompletten Lieferumfang in meinem Unboxing-Video anschauen, welches ich schon vor einigen Wochen hier im YouTube-Kanal hochgeladen habe. Ich habe euch das einfach mal hier oben in der Ecke verlinkt. Ich zähle den Lieferumfang trotzdem der Vollständigkeit halber an dieser Stelle nochmal auf. Zum Lieferumfang gehört ein Baum- bzw. Pfostenschutz plus die zugehörigen Klettverschlüsse zur Befestigung, eine Trägerplatte, zwei Griffstücke, ein Spanngurt und ein Auslegerprofil. Weiter geht es jetzt mit dem Design und der Verarbeitung vom Pull-Up and Dip-System. Das Pull-Up and Dip-System besteht komplett aus rostfreiem Edelstahl und macht einen äußerst robusten und hochwertig verarbeiteten Eindruck. Ich finde, ist es wichtig, dass man, wenn man das System denn in der Hand hat, es auch wirklich einen robusten Eindruck macht. Denn schließlich hängt man sich mit seinem ganzen Körpergewicht auf dieses System oder man stützt sich auf das System mit seinem ganzen Körpergewicht und ich finde, da sollte man sich dann auch auf das Material verlassen können. Wichtig war mir auch, dass die Schweißnähte zum Beispiel am Trägerprofil oder an den Griffstücken wirklich sauber verschweißt sind und auch hier absolut erstklassige Qualität. Hier wurde ganze Arbeit geleistet an der Verarbeitung und dem Design gibt es im Grunde nichts auszusetzen. Ihr findet am System auch Schrauben und Sicherungsbolzen. Die Schrauben, das Schöne ist, ihr könnt das ganze System ohne Werkzeug anbringen und ihr könnt auch die Trägerplatte entsprechend auf die Pfostengröße ganz ohne Werkzeug anpassen. Die Sicherungsstifte sind mit so einem kleinen grünen Bändchen gesichert, das heißt, die gehen dann auch nicht verloren. Wenn ihr jetzt das System abmacht, müsst ihr nicht die Sicherheitsstifte irgendwie in die Tasche stecken, sondern die sind mit einem kleinen Band am System sicher befestigt und so findet ihr die auch immer wieder und die gehen auf jeden Fall nicht verloren. Zur Schutzmatte noch ein, zwei Sachen. Diese ist an der Innenseite mit Noppen versehen. Die Noppen haben natürlich den Vorteil, dass wenn man jetzt das System an sehr glatten Oberflächen anbringt, dass die Schutzmatte nicht einfach nach unten rutscht, sondern dass die Matte auch wirklich stabil an den Pfosten oder auch am Baum hält und nicht einfach herunterrutscht. Hätte man die Schutzmatte da glatt gemacht, ich denke, dann hätte es da doch ein bisschen Probleme gegeben. Aber so macht das ganze System, was die Verarbeitung und auch die Einzelteile betrifft, schon einen sehr durchdachten und sehr robusten Eindruck. Kommen wir nun zur Installation vom Pull-Up-and-Dip-System.
Die Installation ist wirklich ziemlich einfach. Am Anfang musste ich noch dafür in die Anleitung gucken. Mittlerweile geht das schon so schnell von der Hand. Beim ersten Mal habe ich, glaube ich, 5 Minuten gebraucht, um das Ganze zu installieren, mit noch Nachblättern in der Anleitung. Mittlerweile bringe ich das ganze System in circa 1 bis 2 Minuten sicher an irgendeinem Baum an, ohne dass ich nochmal in die Anleitung gucken muss. Und da bin ich mir dann auch, mittlerweile bin ich mir auch sicher, dass es mich aushält. Am Anfang habe ich mich schon ein bisschen vorsichtiger rangetastet, aber mittlerweile gibt es eigentlich keine Zweifel mehr an der Stabilität, weil ich jetzt, das System hat jetzt schon so viel mitgemacht in den letzten Wochen, dass ich eigentlich mittlerweile so von diesem System überzeugt bin, dass ich es auch ausnahmslos weiterempfehlen kann. Doch jetzt zurück zur Installation. Alles, was ihr im Grunde braucht, hatte ich ja schon anfangs gesagt, ist im Grunde ein massiver Baum, der natürlich möglichst gerade gewachsen sein sollte, oder ein massiver Pfosten. Beim Pfosten ist es wichtig, dass der Pfosten ein stabiles Fundament im Boden hat. Also wenn ihr zum Beispiel einen Basketballkorb oder sowas nehmt, die es ja auf ganz vielen Outdoor-Plätzen gibt, da könnt ihr das problemlos dran befestigen und das hält dann auch. Was noch wichtig ist, der Baum muss einen Durchmesser von mindestens 20 cm haben und der Pfosten sollte einen Durchmesser von mindestens 10 cm haben. Habt ihr jetzt die Wundstelle ausfindig gemacht, dann geht die Installation ziemlich schnell. Wichtig, was mir auch wichtig war, dass ich das ganze System alleine installieren kann. Das heißt, ich brauche keine dritte oder vierte helfende Hand. Nein, ich kann das komplett alleine installieren. Das wurde nämlich so konstruiert, dass das auch wirklich alleine geht. Im Grunde legt ihr erst einmal diese Baumschutzmatte um den Baum oder Pfosten. Dann fixiert ihr die Baumschutzmatte mit den beiliegenden Klettbändern. Dann kommt diese Edelstahl-Trägerplatte zum Einsatz, welche auch erstmal mit einem breiten Klettband auf dieser Platte befestigt wird. Die hält dann erstmal auf dieser Baumschutzmatte. Und dann könnt ihr ganz entspannt den Spanngurt nehmen. Dann fixiert ihr im Grunde mit dem Spanngurt diese Trägerplatte. Das könnt ihr alles alleine machen, dadurch, dass sie mit diesem Klettband festgehalten wird. Und fixiert das Ganze und zieht noch ein bisschen nach, bis die Trägerplatte wirklich komplett stabil sitzt. Dann hängt ihr einfach das Trägerprofil ein. Es empfiehlt sich, schon vorher die Griffe dran zu befestigen, weil wenn ihr das System so hoch hängt, dann müsst ihr euch da irgendwie hochstrecken und die Griffe dran befestigen. Deshalb habe ich mir jetzt angewöhnt, dass ich die Griffe immer schon vorher dran packe und dann erst das ganze System einhake. Dann hängt ihr das System einfach in die vorgefertigten Schrauben ein und dreht diesen kleinen Sicherungsbolzen in der Mitte nach innen. Und da ist dann auch garantiert, dass das Ganze hält. Und schon ist das Pull-Up-and-Dip-System einsatzbereit. Am Anfang war ich echt kritisch, was die Stabilität angeht. Ich dachte, okay, hält das jetzt wirklich mein Gewicht aus? Also nicht, weil es irgendwie einen unstabilen Eindruck gemacht hat, sondern weil ich es einfach ganz stumpf an einem Baum befestigt habe. Und ich dachte, okay, vielleicht rutscht jetzt ja doch diese Baumschutzmatte runter, wenn ich mich dranhänge. Aber nach dem dritten oder vierten Mal hatte ich da gar keine Bedenken mehr. Nach der Installation, wenn der Spanngurt ordentlich festgezurrt ist, dann hält das System auch wirklich perfekt am Baum. Was ist das Schöne am Pull-Up-and-Dip-System? Es sind erstmal 4 unterschiedliche Griffvarianten alleine bei den Pull-Ups möglich. Ihr könnt sehr enge Pull-Ups machen, ihr könnt sehr breite Pull-Ups machen. Durch diese gebogenen Griffe könnt ihr auch perfekt euren Rücken trainieren, wenn ihr Pull-Ups macht. Also es bietet 4 unterschiedliche Griffvarianten und dann noch ein Clou. Es heißt ja Pull-Up-and-Dip-System. Ihr könnt auch ganz einfach mit dem System Dips machen. Dafür müsst ihr euch nicht recken und strecken, um da oben dran zu kommen. Nein, ihr könnt einfach das ganze Trägerprofil lösen, also einfach dieses Mittelteil lösen, einmal umdrehen und wieder einsetzen. Der Wechsel von Pull-Ups zu Dips, das dauert keine 10 Sekunden und schon habt ihr eine Dip-Trainingsstange, da wo vorher noch euer Pull-Up-System war. Also das ist so durchdacht, das hat mir auch so viel Spaß gemacht, dann zu switchen zwischen Pull-Ups und Dips. Das ist im Grunde ein kombiniertes Gerät zwischen Pull-Up und Dips und das hat mir äußerst gut gefallen. Auch diese Einfachheit und Durchdachtheit, die da bei diesem System vorhanden waren. Jetzt zeige ich euch erstmal ein paar Trainingssequenzen. Dann gehe ich nochmal kurz auf den Abbau und die Transportfähigkeit ein und dann gibt es natürlich von mir ein Fazit und die Empfehlung, ob sich das Pull-Up und Dip-System meiner Meinung nach lohnt.
So, ihr habt jetzt in den Trainingssequenzen gesehen, in einem Bereich von, keine Ahnung, das waren nicht mal 100 Meter und da gab es bestimmt 4 oder 5 Möglichkeiten, wo ich das System hätte anbringen können. Also man findet eigentlich überall eine Stelle, wo das System angebracht werden kann und das hat mich schon ziemlich, ziemlich begeistert, muss ich sagen. Also, was das angeht, da bin ich wirklich mehr als begeistert von dem Pull-Up-and-Dip-System. Zum Abbau und der Transportfähigkeit. Abbau ist im Grunde doppelt so schnell erledigt wie der Aufbau. Man nimmt im Grunde das Trägerprofil raus, kann die Teile wieder auseinandernehmen, hat dann ganz viele Einzelteile, die für sich wahrscheinlich in einen Rucksack reinpassen würden. Doch dann ist der Rucksack auch voll. Also ich habe es mir jetzt so angewöhnt, dass ich immer dieses große Trägerprofil, das nehme ich immer in die Hand und das ganze Kleinkram, die Trägerplatte, die Baumschutzmatte und die Klettbänder und den Spanngurt, die packe ich in den Rucksack, da passt auch noch eine Flasche zu trinken mit rein und noch ein bisschen anderes Zeug. Und die große Trägerplatte nehme ich einfach in die Hand und dann ist das eigentlich perfekt gelöst. Wenn ihr alles in einen Rucksack packt, dann braucht ihr erstmal einen sehr großen Rucksack und der Rucksack wird am Ende auch sehr voll sein. Aber Abbau- und Transportfähigkeit bewerte ich auch durchaus positiv, weil es so noch keine Klimmzugstange gab, die man überhaupt überall mit hinnehmen konnte. Und hier beim Pull-Up-and-Dip-System ist das auf jeden Fall gegeben. Komme ich nun noch zum Fazit. Meiner Meinung nach ist das Pull-Up-and-Dip-System einfach genial. Der Preis mag am Anfang etwas hoch erscheinen, aber ihr kriegt wirklich ein multifunktionales Trainingsgerät, welches perfekt für Pull-Ups und Dips geeignet ist. Klimmzüge sind so oder so die ultimative Bodyweight-Übung, die ihr machen könnt. Und mit dem Pull-Up-and-Dip-System habt ihr die Möglichkeit, überall eure Klimmzüge zu machen. Ich hatte jetzt bis jetzt immer das Problem, ich bin irgendwo hingefahren oder eben auch nicht irgendwo hingefahren, weil es halt keine Klimmzugstange gab. Jetzt fahre ich an den See, bringe dir das System an und mache Klimmzüge. Das heißt, ich bin viel flexibler geworden, was meine Workouts angeht. Vorher war ich immer so ortsgebunden und jetzt sage ich einfach, okay, jetzt fahre ich an den See, will danach noch ein bisschen chillen, aber vorher mache ich jetzt mein Workout direkt am See und bringe einfach meine Klimmzugstange mit. Das war vorher undenkbar und deshalb revolutioniert Pull-Up and Dip meiner Meinung nach das Fitnesstraining, ganz speziell das Bodyweight-Training. Ihr könnt ja einfach mal eure Meinung hier unter das Video schreiben oder auch allgemein, was ihr von dem Pull-Up and Dip-System haltet und ob ihr das kaufen würdet. Soweit jetzt erstmal von mir das Review zum Pull-Up and Dip-System. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch einfach einen Daumen nach oben oder abonniert den YouTube-Kanal, wenn ihr es noch nicht habt. Vielen Dank fürs Schauen und bis zur nächsten Ausgabe von Fitnessbox.